willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ihr Lieben, wir haben Lidschattenpalettenvorstellungen, beziehungsweise wir swatchen heute mal was ganz anderes. Yes, yes, yes. Ich habe hier noch zwei Dinge, die ich noch nicht ausprobiert habe, die aber keine Paletten sind, sondern Stifte. Yes, 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 yes. Also, wir haben hier einen Shadow Stick von Beauty Bay, den ich gerne mal ausprobieren möchte. Den hatte ich mal in so einer Mystery Box. Und von Huda Beauty Matte und Metal Melted Shadows. Ich weiß, ich glaube, das habe ich mal geschenkt bekommen. Ja, wir swatchen das jetzt natürlich. Und welchen ich dabei benutzen will. Alibi, ich zeige euch den. Ich habe den aus dem Trashy rausgenommen. Das ist diese Chatskin hier. Das ist meine erste Sache von Colourpop. Und ich habe mich gefreut. Ich denke, ach nee, komm, Villa, Disney. Und dann sehe ich Colourpop und denke, oh yes, Baby, du bleibst bei mir. Oh yes, das ist ein Ultra Glossy Lippy. Wir swatchen jetzt. So, dieser Color Stift, also den gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe die Farbe... Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall Alice in Wonderland. Matte, Alter, Tag? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall orange, würde ich sagen. Orange? Es ist orange. Ich habe mir das vorhin schon hier drauf geswatcht, Leute. Der ist sehr pigmentiert. Ich hoffe, ich kriege den wieder vom Auge ab. So. Das ist diese Farbe hier. Also so ein Stick ist das, ne? Zum Rausdrehen. Jo. Und dann hat der diese wunderschöne Farbe. Und diese Farbe hier ist versetzt mit Schimmerpigmenten. Ich werde das jetzt mal so ein bisschen verblenden hier. Ihr seht, der ist unheimlich intensiv. Oh, Backe. Oh, ist der intensiv? Oh, oh mein Gott. Ich kann es als Rouge auch, obwohl, ne, als Rouge will ich, nee. Kriegst du wahrscheinlich nicht mehr ab. So, ich nehme jetzt mal hier so ein feuchtes Tuch, ne? Und beim ersten Mal, und man sieht es noch. So, jetzt rubbeln wir nochmal darüber. Man sieht es immer noch. Ich habe da ein bisschen Angst, dass ich dann da wieder aussehe, hier wie Panda von der Alm. Man weiß es nicht. So, wir werden jetzt den Huda Beauty hier mal swatchen. Wir haben einmal eine Schimmerabteilung dabei. Das ist diese Seite. Das ist eher so ein, warte mal. Sieht aus wie ein Eyeliner. Sieht nicht so aus wie ein Eyeliner. Gut, das ist jetzt ein schöner Pinsel. Ein richtig schöner Pinsel. Würde ich aber jetzt nicht als Eyeliner nehmen. Ist eine geile Farbe, ne? Mhm. Ja. Sowas bleibt dann natürlich bei mir. Huda Beauty ist natürlich eine geile Klamotte, ne? Und dann auf der anderen Seite hast du halt diesen hier. Ja, so ein Nupsi. Den machen wir jetzt mal daneben. Der ist matt. Ja, und da musst du schnell arbeiten auf dem Auge. Das ist immer eine Herausforderung. Und diese Farben sind auch eine Herausforderung, oder? Die zusammen, so sehen diese beiden Farben hier von Huda Beauty aus. Einmal matt, einmal Schimmer. So. Wie gesagt, schnell mitarbeiten. Oh mein Gott. Leute. Schnell und vorsichtig. Schnell und vorsichtig, denn sonst haben wir hier ein technisches Problem. Das wird für mich eine Herausforderung, gestehe ich, total. Diese erstmal zu verbinden von der Farbe her. Und... dass das gut aussieht. Na, 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 wir wollen mal schauen, ne? Wir lassen uns überraschen. Und jetzt swatchen wir den mal. Ich bin da. Okay. Ich habe den gar nicht aufgemacht. Ich glaube, ich habe den gar nicht geswatcht. Das hat so ein kleines Pinselchen. Da hast du aber auch, wow. Wow. Darunter könntest du eventuell eine bunte Farbe nehmen und den als Topper da drauf machen. Weil, ich weiß nicht, wie der aussieht, wenn er getrocknet ist. Weil viel, oh doch, oh doch, oh doch, holographisch, halala, tralala, wow, wow, wow. Oh mein Gott, das ist cool. Oh, ich freue mich da drauf, oh, ich freue mich da drauf, oh, yes, 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 okay, ich glitzer jetzt überall, oh mein Gott, ich glitzer überall.
Ja, das sind, ja, das war jetzt mein Swatch. Ich kann nicht sagen von der Palette, sondern von den beiden Sticks fürs Auge, Shadow Sticks und halt den Lippi von Colourpop. Daraus werden wir einen schönen Look schminken, ich hoffe. Und dann den Colourpop auf den Lippen. Leute, schaltet ein. Ich bin echt gespannt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Nachmittag. Bleibt gesund und schauen wir mal, wie das morgen wird. Bis morgen dann. Tschüss.